Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und heute machen wir mal wieder ein Radiant-Tutorial, denn es läuft immer so ab, ich mache ein Bild am Wochenende, dann setze ich mich früh, heute ist Montag, an den Monitor und mache das mal so in Radiant auf und dann haut mich das immer so weg, dass ich sage, das muss ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Und ich weiß halt einfach, dass viele von euch das Radiant auch schon gekauft haben, und wenn du es noch nicht gekauft hast und dich dafür interessierst, unten findest du natürlich den Link in der Infobox mit einem Rabattcode. Aber nur, falls das was für dich ist. Aber heute geht es um eine kleine Springspinne, die ich fotografiert habe. Ich zeige euch die mal hier auf dem Monitor. Lightroom ist momentan geöffnet. Ihr müsst aber kein Lightroom haben. Radiant hat gerade eben die Stärke, dass ihr dazu eigentlich gar kein Bearbeitungsprogramm braucht. Und es ist gerade für Leute, die eben nicht dieses Adobe-Abo wollen. Also das jedenfalls platziere ich es dort. Ja. Also wir haben jetzt hier diese Springspinne. Wie gesagt, das ist ein RAW. Ihr könntet das jetzt genauso in JPEG vorliegen haben. Oder in TIFF, wie auch immer. Ihr könnt jedes Format in Radiant öffnen. Wenn ihr das Bild mal anschaut, das ist flau, das ist nicht scharf. Es wirkt, ist natürlich erstmal ein tolles Bild, aber es ist zu gelb, stichig, also so, hat sehr viel Brauntöne. Es ist zu flau und es ist nicht brillant genug, ganz einfach. Ja? Und ich gehe jetzt hier hin und mache Rechtsklick, Bearbeiten in Radiant Photo. So, Radiant hat jetzt das Bild geöffnet und ihr seht, es sieht sofort fertig aus. Ja? Also es war vorher so. Und es ist so. Witzig ist auch, ich hatte mal einen engeren Beschnitt von dieser Springspinne und da hat er dann das Preset Tiere draufgelegt, also diese automatische KI-Vorerkennung. Jetzt sagt er aber, er will im Auto-Radiant-Modus bleiben und das ist für mich in Ordnung. Ich möchte euch zum einen mal zeigen, was wir hier mit diesem einen Klick machen können. Aber dann natürlich für alle diejenigen, die das Programm gekauft haben oder es planen zu kaufen, mal so ein paar Hacks zu zeigen, wie ich das noch weiter optimieren würde, ja? Denn ihr seht, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, vorher war es so, jetzt ist es so. Und ehrlich gesagt, könnte man es jetzt schon drucken. Es ist schon eigentlich, oder auf Instagram stellen, es ist schon sehr, sehr gut. Aber wir kriegen es noch besser. Das sage ich ja auch immer, bearbeitet eure Bilder meistens. Geht nochmal hin einen Tag später, guckt nochmal kritisch auf das Bild drauf und ihr werdet sehen, meistens könnt ihr doch nochmal optimieren. Und so ist es hier halt auch. Wir sind hier im schnellen Modus. Dort sind so ein paar Regler angehakt. Belichtung hat er momentan auf niedrig gelassen. Würde ich persönlich mal auf mittel gehen, weil ich vom Gefühl her sage, das ist noch ein Tacken zu dunkel und er hat jetzt hier noch leicht optimiert. In die Feinheiten gehen wir gleich noch. Brillanz ist auch immer noch so ein Geheimtipp von mir. Wenn ihr den mal ganz hoch reißt, dann seht ihr, was Brillanz eigentlich macht. Und zwar ist das eine Art Sättigung, aber auf intelligenter Basis. Ja? Und dort würde ich einfach mal sagen, 10% und später schauen wir mal, ob wir da noch mehr brauchen. Okay, dann wechsle ich mal in den erweiterten Modus und das, was ich immer als erstes mache, ist mal das Histogramm ausklappen, dass ich hier einfach nicht im Blindflug bin. Und dann haben wir hier halt verschiedene Untermenüpunkte, zum Beispiel Farbtiefe. Dort ist mein Geheimtipp an euch, unbedingt den Superkontrast verwenden, denn er verstärkt euch intelligent. Ich reiße ihn mal ganz nach oben, dass ihr seht, was passiert. Ihr seht, das Bild hat jetzt echt eine gute, vorher war es so. Und mit 100 oder mit 50 ist ja das, mit Stärke 50 würde das so aussehen. Also absolut knackig und wirklich toll, ja. Aber natürlich, mein Trick dabei ist natürlich auch, Regler erstmal übertreiben, aber danach wieder so ein bisschen reduzieren oder halbieren. Und dann seid ihr meistens auf einem guten Weg, weil sonst wirkt das Ergebnis am Ende sehr übertrieben. Bei Farbtiefe würde ich gar nicht mehr machen, außer den Superkontrast, und dann gehen wir schon in den Unterpunkt Farbe. Und da gibt es auch einen ganz spannenden Punkt, und zwar ist das Farbtönung korrigieren. Das ist jetzt so eine Art Auto-Weißabgleich auf intelligenter Basis. Und ihr seht schon, er hat jetzt hier dieses Braun und Gelb so ein bisschen rausgenommen und hat das in einen Blauton umgewandelt. Und da würde ich jetzt aber tatsächlich die Stärke noch erhöhen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es immer noch so ein bisschen braun-tonlastig ist. Und wenn ich hier die Stärke erhöhe, dann macht er natürlich das Gegenteil und verstärkt seinen Ansatz sozusagen. Und der war eben hier Richtung Blau. Bei Farbe würde ich gar nicht mehr machen, das klappt man dann gleich wieder zu, dann wird es übersichtlicher. Und dann würde ich folgenden Trick noch anwenden. Ich habe jetzt auch schon öfter mit Radiant gearbeitet, deswegen kann ich den Trick euch gleich mitgeben. Und zwar, wenn ihr jetzt
das Bild schärft, dann würde ich das so lassen, wie er es vorschlägt. 75%, meistens Radius 1, könnte aber auch auf 1,5 oder 2 hochgehen. Bei Radiant ist das nicht so aggressiv wie in Lightroom. Wenn ich in Lightroom auf 2 gehe, bei Radius ist das schon sehr stark. Und bei Radiant habe ich immer so das Gefühl, da können wir mit dem Radius uns ein bisschen mehr leisten. Jetzt ist der Punkt, ich habe hier nur eine ISO 800 gehabt. Wir sehen im Auge aber trotzdem ein feines Rauschen. Ich persönlich würde das jetzt so lassen. Wenn ihr jetzt aber sagt, nein, Rauschen darf nicht sein, dann hakt hier ruhig die Rauschreduzierung an. Und jetzt dauert es ein bisschen und jetzt hat das entrauscht und wir sehen, das Auge wird jetzt sehr glatt. Aber was schon auffällt ist, es geht damit auch ein bisschen Schärfe verloren. Deswegen der Trick hier an dieser Stelle, schärft ruhig stärker, ruhig mit 110, 112 und ruhig mit Radius 2, 3 sowas. Weil dann habt ihr dem wieder ein bisschen entgegengewirkt und trotzdem ist das Bild entrauscht. Für euch lasse ich es jetzt mal so. Ich selber hätte den Haken bei Entrauschen gar nicht reingemacht. Aber es ist halt doch immer recht schön, wenn man so ein cleanes Bild hat. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich die Leertaste drücke, ich meine, so war es vorher. Ne? Bereits bei dem ersten Radiant-Klick war es ja schon genial. Aber es ist jetzt halt schon echt sehr gut geworden mit den paar Optimierungen. Und wir optimieren noch so ein bisschen weiter. Ich habe noch so ein paar spannende Ideen. Und zwar haben wir da oben noch den dritten Reiter seit dem Update. Ist ja, ich habe gerade übrigens wieder ein neues Update bekommen. Also es wird regelmäßig auch geupdatet. So, jetzt gehen wir auf Color Grading. Und hier haben wir die schöne Aufteilung. Entweder legen wir ein schnelles Preset drauf, was er uns hier rechts vorschlägt. Aber ich will das Bild jetzt nicht verändern, sondern ich will es selber fein justieren. Und deswegen gehe ich hier auf dieses Fadenkreuz. Und da haben wir die beiden Punkte Verlaufsfilter und Finalisierungstools. Und bei Finalisierung würde ich jetzt nach wie vor sagen, dass das Bild so ein bisschen kühler werden darf noch. Also nicht viel, vielleicht minus 5. Könnt ihr auch über die Tastatur eingeben. Und bei der Farbtönung würde ich auch noch sagen, es ist sehr magenta-lastig noch, mache ich auch minus 5. Also leicht magenta-lastig. So, dann sehen wir hier oben am Histogramm können wir die Weiß- und Blautöne, also die Weiß- und Tiefen, die Schwarztöne aktivieren. Was ist hundertprozentig schwarz, was ist hundertprozentig weiß? Ich habe diese kleine Spinne Phidippus regius apalachicula, heißt sie, glaube ich, habe ich angeblitzt. Dementsprechend sind die Härchen sehr aggressiv weiß geworden. Ich finde das aber auch schön, weil es wirkt dann scharf. Und wir können uns jetzt hier im Histogramm halt diese Clipmarkierer anzeigen, um zu gucken, wo ist hundertprozentig schwarz in blau und wo ist hundertprozentig weiß in rot. Und dementsprechend seht ihr schon auf den ersten Blick, das ist das Einmaleins der Bildbearbeitung im Grunde, blau, also das hundertprozentige Schwarz spitzt nur so ein bisschen an, da können wir uns noch leisten, ein bisschen mehr für Kontrast zu sorgen. Das heißt, da gehe ich nochmal ein bisschen rein und ziehe das nach unten. Und ja, bei den Weißtönen cheat ich jetzt so ein bisschen und mache die auch nochmal so ein bisschen brillanter, ja? Weil das gibt dem Bild auch immer Brillanz. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Ich schalte mal diese Markiere aus. Vorher war es so, jetzt ist es so. Es ist ein Riesenunterschied. Und jetzt komme ich noch zu dem letzten Trick. Wir könnten jetzt dem Ganzen noch mehr Lebendigkeit geben. Das ist ungefähr so vergleichbar mit dem Farbdynamikregler in Lightroom. Ich ziehe den mal hoch, wie das dann aussieht. Also extrem hoch, ne? Ihr seht, das sieht sehr schick aus. Aber es wird auch dieses Braun so ein bisschen stark angefasst. Und da gebe ich euch einfach den Tipp, lasst das weg, geht nochmal in den erweiterten Modus zurück bei Farbe und setzt die Brillanz nochmal rauf. Denn sie greift intelligenter in die Farben ein und das Bild wirkt einfach brillanter nochmal. Ja? Und ihr seht, es ist farbiger geworden. Das kann man natürlich auch komplett entsättigen, um in Schwarz-Weiß zu erstellen. All das ist natürlich denkbar. Vorher war es so, jetzt ist es so. Und da muss ich sagen, da hat sich schon richtig was getan. Und bereits am ersten Klick, aber ich kann natürlich euch das Programm nicht zeigen und sage einen Klick und hey, super, alles fertig. Das habe ich ja auch schon mal gemacht, so ein Video. Aber es geht natürlich jetzt auch mal für all diejenigen, die es gekauft haben, letztendlich, um auch mal eine Erweiterung zu bieten. Was kann man denn nur fein justieren? Und ich plane da auch noch in Zukunft ein paar Tutorials. Ansonsten gibt es aber auch eine Photoshop-Reihe für Einsteiger und dann dementsprechend auch andere Programme immer mal wieder im Wechsel, damit ihr alles mal so ein bisschen mitkriegt. Mir hat es gefallen, euch das zu zeigen. Schön, dass ihr dabei wart. Euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.